Seit 2011 strömt Erdgas durch die Nord Stream Pipeline unter der Ostsee direkt von Russland nach Deutschland. Künftig soll die nahezu parallel verlaufende Nord Stream 2 zusätzliches Gas nach Deutschland transportieren. Die Pläne sorgen immer wieder für Kritik. Auf dem Grund der Ostsee soll Erdgas von den gigantischen Gasfeldern der arktischen Jamalhalbinsel bis an die deutsche Küste bei Greifswald transportieren. Dort wird es dann in die europäischen Netze eingespeist. Nord Stream 2 soll aus zwei Leitungssträngen bestehen und in beiden Teilen parallel zur Nord Stream Pipeline verlaufen. Der Bau einer zusätzlichen direkten Gasleitung von Russland nach Deutschland würde die strategische und wirtschaftliche Bedeutung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer weiter schwächen. Deutschland würde dadurch zum Hauptverteiler für russisches Erdgas in Westeuropa, während Polen und die Ukraine als Transitländer für Gaslieferungen ausfallen. Auf übergeordneter Ebene spielt außerdem die Sorge Europas vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Erdgas eine Rolle. Befürworter verweisen hingegen unter anderem auf die wirtschaftliche Bedeutung der Gaseinfuhren und darauf, dass Unternehmen aus mehreren europäischen Ländern finanziell beteiligt seien. Geplant ist, dass Nord Stream 2 künftig eine jährliche Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern erreicht. Das ist ebenso viel wie die Kapazität der 2011 eingeweihten ersten Nord Stream Pipeline und nach Unternehmensangaben genug, um 26 Millionen Haushalte zu versorgen.